Genau. Dieser Beat, Alter, von diesem Tor immer. Bum, 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 bum. Ich, das ist der Eingang zu einem Festivalgelände. Sag mir das doch einer. Da ist Dickfeld Rockarts oder Backen dahinter. Gut, dass ich nicht in der Nähe vom Rockarts wohne, sonst hätte ich mich gerade fast verraten. Toll. Knöpfe raten. Boah, endlich mal eine Türanimation ohne Ladebildschirm. Und das komische Symbol da weg. Hat schon was. Screenshot. So, weiter geht's. Laufen, 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 wir wollen laufen, 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 einfach laufen, laufen, laufen. Uiu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 i. Hat der Typ eigentlich irgendwann mal einen Namen genannt? Nee, ne? Mm-mm. Nennen wir ihn Hugo. Kann mich ihn versichern, Mann. Nennen wir ihn Hugo. Hugo! Heiße Quellen! Jetzt wird gebadet! Endlich kann ich mal aus diesem Scheiß hier raus und mich mal sauber machen. Ich schwitze schon so, ich schwitze wie die Hölle. Wahrscheinlich werde ich den sterben in dem Moment, wo ich meinen Anzug öffne. Mhm. Vielleicht werde ich angezeigt wegen der rechten Erregung öffentlichen Ärgernis, weil hier so verdammt viele Leute hier rumrennen. Mhm. Du Stein zum Beispiel, oder der Stein hier, oder der Stein da, oder der Stein da, oder... Ich habe komische Geräusche gehört. Tut das weh, wenn ich da drauf laufe? Vielleicht. Nö. Sieht eher aus wie Öl. Oder zugealgtes Zeug. Es schimmert auch und glänzt komisch. Da hinten haben wir eine heiße Quelle. Jetpack Brennstoff aufgebraucht. Erweiterter Schubmodus deaktiviert. Nein. Das hier ist doch nicht so komisch vergilbt. Alter, geil! Hui! Hui! Lok! Freizeitbad! Ich habe ein Gebiet mit ungewöhnlich hoher Geo. Alter, ich glaube, die Leute verstehen mich nicht, wenn ich das jetzt daneben der Quelle vorlese. Das ist so laut. So. Freizeitbad. Ich habe ein Gebiet mit ungewöhnlich hoher geothermischer Aktivität erreicht. Es gibt überall Thermalquellen und Geysire, die aus der Erdkruste schießen. Ich dachte, das ist gar nicht die Erde. Ich bin nicht so flink mit dem immer Klimmen von Felsen wie die Frau. Ich frage mich, ob ich die Fontänen nutzen kann, um nach oben zu kommen. Mein Anzug sollte mich vor dem kochen heißen Wasser schützen, aber es könnte dennoch heikel werden. Von wegen runterfallen, Kopf aufschlagen, sterben. Ja, schaffe ich. Bin ich gut drin. Mhm. Hat man, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Was? Quatsch. beim zweiten Versuch. Oder soll das Blaue bedeuten, dass da irgendwie Wasser unter der Oberfläche langläuft? Oder Wasser mal lang, aber das sieht eher aus wie so eine Flusslaufbahn, das Blaue, wenn ich mir das hier so angucke an der Stelle. Hm. Vielleicht irgendwie so ein mineralhaltiges Wasser, was dann hier Ablagerungen gemacht hat oder sowas. Keine Ahnung. Das wird ja nicht erklärt, ausnahmsweise mal. Hm. Tentakels! Hentai incoming. Hm. Und aber das mit dem Kerl, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Bei der Frau wäre es ja okay. Obwohl, na gut, doch, von der Stimme her ist eindeutig ein Kerl. Ich wollte gerade sagen, wir wissen es ja eigentlich nicht. Aber doch, wir wissen es wahrscheinlich ziemlich eindeutig. Außer es ist eine Frau mit einer ziemlich männlichen Stimme. Dann ist das auf jeden Fall eine große, weite Landschaft. Mhm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Planschen! Planschen! Wetten, der säuft ab? Es wird wohl zu warm, ja, aber ja.
Aber das ist echt, also das ist also... Also mittlerweile gefällt mir auch die Landschaft besser. Auf jeden Fall ist das Wasser hier ziemlich blau, was die Theorie von eben ein bisschen bestätigt, oder? Mhm. Woran sie gedacht haben, ist, dass du in der Luft, wenn du erstmal gesprungen bist, deine Richtung nur schwer ändern kannst mit dem Jetpack-Tube. So, ich bin ja mal gespannt, was wir alles noch so erleben hier werden. Also, nice. Ich hoffe, wir sind nicht gleich schon wieder durch. Ey, das wäre ein bisschen traurig. Ich meine, immerhin hätte ich es nicht mehr für unter 4 Wasserstunden. Ja. Du bist ungefähr bei 3 momentan. Muss ich mich daran halten? Renn, Schlampe, renn! Mach mir was zu essen. Was? Nein. Du fühlst dich angesprochen bei Renn, Schlampe, renn, mach mir was zu essen? Na ja, dann! Mach mir was zu essen. Du fragst mich ständig, ob ich dir was zu essen mache. Deswegen fühle ich mich angesprochen. Dann gebe ich dir recht. Machst du mir was zu essen? Nein. Sieht schon wieder aus wie ein riesiger Steinpenis. Du bist eine Frau, Frauen gehören in die Küche. Boah, da werde ich wahrscheinlich gehatet. Oh ja. Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder hoch? Ist das eine Strafe dafür oder was? Mhm. Nur weil ich ehrlich bin. Mhm. So geht ihr also mit ehrlichen Lebewesen um, ja? Mhm. Obwohl, bin ich ein Roboter? Mhm. Du bestätigst gerade alles, oder? Mhm. Schade, jetzt weiß ich nicht, das hätte ich nämlich getestet. Ich glaube, ich hätte mir das Jump'n'Run-Ding sparen können. Das sieht aus, als wenn ich da hoch könnte. Egal, es ist cooler. Es schneit oder es Staub von dem Himmel, was auch immer das sein soll. Kleine, feine, weiße Staubpartikel. Asche. Staub zu Staub. Asche zu Asche. Staub. Oh, das ist so obvious. Lass mich raten, beide Steine auf die Gassiere, um das eine groß zu kriegen und darüber zu hüpfen, hä? Als wenn ich es gerochen hätte. Ich muss nur noch irgendwie hochkommen. Sag, dass ich gut bin. Los, sag, dass ich gut bin. Sag es. Du bist scheiße. Danke. Bitte. Du hast doch gar nichts gesagt. Du hast es für mich gesagt. Ach so. So, so. Das waren also deine echten Gedanken, ja? Mhm. So denkst du also über mich. Mhm. Wie frech. Nee, du sagst ja, Frauen gehören in die Küche. Das ist ja richtig so. Wegen der Herdanziehungskraft. Alter, ich komme da nicht hoch! Hä? Bin ich so Timing-Schucke? Maybe. Hä? Entweder kommt er nicht hoch genug oder er bleibt auf der Stelle stehen. Alter! Hugo? Geht doch! So. Problem maybe solved. Maybe not. Aber ziemlich karge Landschaft. Aber das ist auch irgendwie selbsterklärend. Haben sich geschickt ausgedacht. Oh, schwarzer Bildschirm. Vielleicht Zwischensequenz, vielleicht Ladebildschirm. Die Tönung gefällt mir nicht. Von jetzt auf gleich ist es plötzlich schwarzer Himmel und das ist alles rot und feurig. Oh nein. Oh nein. Hm? Oh, for fucking sake. Real Inferno. Es ist nicht euer Ernst, ich soll... Gott, das wird ein heißer Ritu.
For real? Holy snap! Wow, wow, what the... Da komme ich doch nie im Leben drüber. Ist viel zu weit. Kann ich mich irgendwo rumschummeln? Ich bin gut im Schummeln, also finde ich noch irgendwas zum Schummeln. Schummel, Schummel, Schummel. Alter, hier ist es ganz schön heiß. Und oh, guck mal, da... Er hat was zum Schummeln gefunden. Nee, oh ja. Schummel, Schummel, Lady! So eine heiße Sache. Junge, du bist tot, du kannst nicht mehr reden. Tut auf das Protokoll. Aber wenn schwarz ist ungesund. Ich teste es jetzt nicht aus, ich springe einfach rüber. Ey, du wirst doch jetzt nicht allen Ernstes zum Vulkan-Typ, oder? Weil der redet gerade so, weil der Weg geht gerade so zielstrebig Richtung Vulkan, das, I don't like. Meint er etwa, wenn er ein bisschen Feuer hat, dass die Pflanzen dann nichts mehr gegen ihn ausrichten könnten? So nach dem Motto, Feuer, Wald, Pflanze, doofe Kombination? Mhm. Ich habe keine Ahnung, frag ihn, Hugo, was ist dein Plan? Hast du überhaupt einen, oder hast du einfach nur wild irgendwelchen Spuren hinterher, die du nicht mehr siehst? Wild den Spuren hinterher. Ja, das glaube ich auch. Bin ich überhaupt richtig? Da hinten sehe ich Spuren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast deinen Einsatz verpasst. Und meinen Spruch nicht geklaut. Nächstes Mal vielleicht. For real? Where the heck do I need to go? Geh ich halt wieder zurück? Oh, ich gehe wieder zurück. Ich sag doch, du warst auf dem richtigen Weg. Ich dachte, das wäre ein weiterer Weg, wo ich nicht hergekommen bin, aber ich habe gerade irgendwie die Orientierung, glaube ich, da verloren. Okay, da. Für solche, genau deswegen habe ich mein Navi immer dabei. Danke, Navi. Bitte, bitte. Hä, wo bin ich hergekommen? Hä? Wo soll ich denn bitte schön lang? Ist nicht euer fucking Ernst. Das hast du auch gesehen, oder? Was? Suddenly went up in fire while in air? Okay, das heißt, da soll ich schon mal nicht lang. Aber man sieht, wo ich mittlerweile keine Ahnung mehr habe, wo ich lang muss. Ich habe leider jetzt auch die Orientierung verloren.
Nein, 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 nein. Och, brenn halt ab. Wenn du unbedingt sterben möchtest. Bitte, ich halte dich nicht auf. Einen Moment.